zusammen, ich habe mir ein Netbook gekauft und das möchte ich jetzt hier mal kurz vorstellen. Es handelt sich um ein Asus G200H. Das sind immer diese tollen Produktbeschreibungen, die die Hersteller oder Produktnamen, die die Hersteller vergeben. Ja, warum habe ich mir das gekauft? Ich hatte jetzt so ein paar Jahre hatte ich so ein iPad und das ist eigentlich auch ein nettes Gerät, aber so ein iPad ist halt eher was, um Dinge zu konsumieren, ein bisschen surfen im Internet. Ich will das aber eigentlich jetzt auch unterwegs nutzen, um zum Beispiel Texte zu schreiben, Bilder zu bearbeiten, Blogartikel etc. Und das geht mit dem iPad auch schon irgendwie alles, aber halt nicht ganz so toll, weil dann brauche ich irgendwie eine Tastatur. Ich habe jetzt nur diese Apps und ja, also auf diesem Gerät jetzt hier läuft halt ganz normal Windows und ich kann das halt wie einen normalen Computer verwenden. Ich kann die ganz normale Software installieren, ja, deswegen habe ich mir das so zugelegt. Zum Gerät selber. Das Gerät ist jetzt so das Vorjahresmodell von Asus. Das hat jetzt gibt es jetzt derzeit so für 140, 150 Euro, also recht günstig. Das Nachfolgemodell gibt es, glaube ich, für 220 momentan. Und es hat ein bisschen besseren Prozessor. Ansonsten ist es eigentlich technisch absolut identisch zu dem Vorgängermodell. Wer jetzt da nicht wirklich das die ganz neue Hardware braucht, der kann da eben auch noch ein bisschen sparen. Ja, vielleicht kurz zu den technischen Daten. Das Gerät hat eine Größe von 11,6 Zoll. Als Prozessor ist ein Intel Atom Prozessor verbaut, ein X5Z8300 bis zu 1,84 GHz. Das Schöne ist, der ist absolut geräuschlos, hat keinen Lüfter, nichts, perfekt. Ansonsten 2 GB RAM, das ist jetzt natürlich nicht so viel. Und 32 GB eMMC-Speicher. eMMC, das ist ja so im Prinzip so eine verbaute SD-Karte, die ist ein bisschen schneller als eine SD-Karte, aber jetzt auch nicht so schnell wie jetzt zum Beispiel eine SSD. Es ist jetzt keine atemberaubende Hardware, aber man muss auch den Preis halt beachten von dem Gerät, 150 Euro oder beziehungsweise 220 für das Nachfolgemodell, dafür ist das völlig okay. Grafikkarte ist Intel HD Grafik verbaut, reicht für YouTube und hochauflösende Videos aus, das läuft alles flüssig. Kurz zum Akku, der hat 27 Wattstunden, der ist intern verbaut, kann man jetzt nicht so einfach so wechseln und hält laut Hersteller ja bis zu 10 Stunden. Hängt auch sehr davon ab, was man macht. Ich bin jetzt so auf 6-7 Stunden gekommen mit dem, was ich mit dem Gerät mache. Das sind so Texte schreiben, ein bisschen programmieren, E-Mails beantworten oder surfen. Ist auch, finde ich, völlig okay. Also die Laufzeit ist ja lang genug. Das Display hat eine Auflösung von 1366 x 768 Pixel. Das ist so diese HD-Ready-Auflösung. Ist jetzt auch nichts Besonderes. Aufgrund der Größe wirkt es jetzt aber nicht pixelig oder so. Es ist ein spiegelndes Display. Das ist so der Nachteil von dem Gerät. Das heißt, wenn ich jetzt draußen bin, dann habe ich doch einige Reflexionen. Das ist ein bisschen störend und ein bisschen ärgerlich. Und was mich an dem Display auch noch ein bisschen stört, ist, dass erst wenn ich jetzt das Netzteil anschließe, dann habe ich die volle Display-Helligkeit. Also selbst wenn ich jetzt auf Akkubetrieb die Display-Helligkeit voll hochschalte, ist es nicht die volle Höhe, wie wenn ich jetzt ein Netzteil dran hätte. Das spart natürlich Strom draußen, ganz toll, aber hilft mir dann auch nicht weiter, wenn ich jetzt da draußen dann trotzdem nichts ablesen kann. Man kann das auch nicht irgendwo einstellen, zumindest habe ich nichts gefunden, im BIOS nichts, da kann man jetzt nicht so viel einstellen, eben BIOS und ja, auch im Windows ist mir da nicht gelungen. Das ist ein bisschen blöd. Ansonsten hat es WLAN, 2,4 GHz und 5 GHz WLAN ist eingebaut, Bluetooth und ja, der ganze Standardkram im Prinzip. Ja, vielleicht zum Gerät selber. Das Gerät, also es besteht komplett aus Plastik, ist allerdings recht hochwertig verarbeitet, wie ich finde. Es ist recht stabil, es ist relativ leicht, also ein knappes Kilo bringt das auf die Waage. Wenn wir jetzt hier mal schauen,
Ja, man es hier so sieht. Also auf der Seite hat man hier zum Beispiel hier den Netzanschluss. Man hat hier einen SD-Kartenport, einen HDMI-Port. Ich weiß gar nicht, das ist so ein ganz kleiner, so ein Micro-HDMI und ein USB-Port. Und auf der anderen Seite habe ich einen Klinkenanschluss für Lautsprecher und nochmal ein USB-Ports. Die USB-Ports sind beide USB 3.0. Und ja, und über den Kartenslot hier kann ich so den Speicher ein bisschen erweitern. Wie schlägt sich das Gerät jetzt im täglichen Einsatz? Also da schlägt sich das eigentlich soweit ganz gut für meine Anwendungszwecke. Ich will damit einfach mal ein bisschen draußen auf dem Balkon sitzen, E-Mails beantworten, surfen, Blogartikel schreiben, solche Dinge halt und vielleicht auch mal ein bisschen was programmieren. Das funktioniert alles absolut problemlos. Die Tastatur ist recht groß, kann man super drauf tippen. Ich mache das immer so ein bisschen daran fest, wie oft vertippe ich mich, und das kommt jetzt bei der Tastatur eigentlich selten vor. Ein paar Sondertasten fehlen hier halt, so wie Bild auf, Bild ab, Position 1. Da muss ich mit dieser FN-Taste hier arbeiten. Da gewöhnt man sich dann dran, das funktioniert. Das Touchpad, ja, wenn man jetzt Touchpads zum Beispiel von Apple-Geräten gewöhnt ist, wird man feststellen, ja, das ist jetzt auch nicht so das besondere Touchpad, das funktioniert. Aber wenn ich würde halt dann doch lieber eine externe Maus anschließen. Von der Rechenleistung her, ja, wie gesagt, nichts Besonderes hier für den Preis. Der Arbeitsspeicher ist nicht so viel, 2 GB reicht aus für einfache Sachen. Wenn ich jetzt mehrere Programme parallel aufhabe, dann wird das dann schon mal knapp. Der interne Speicher, 32 GB, auch das, ja, ist nicht so viel. Das heißt, ich muss mir wirklich überlegen, welche Software ich da drauf packe und welche ich einfach weglasse. Vielleicht noch als Tipp, man kann das ja über eine SD-Karte erweitern, und da kann man dann so gewisse Software einfach auf die SD-Karte packen. Da gibt es ja diese Portable-Apps, zum Beispiel von LibreOffice oder Mail-Programm und so weiter. Dann muss ich die nicht auf dieser internen Platte installieren, sondern packe das auf die SD-Karte. Windows ist vorinstalliert in der Home-Version. Neben Windows Home hat Asus hier noch jede Menge andere Software installiert. Ich will jetzt nicht Müll, das Wort Müll verwenden, aber es ist sehr viel Zeug oben, was ich denke, man jetzt nicht wirklich so benötigt. Also da ist zum Beispiel eine Testversion von so einem Virenscanner mit dabei und diverse Asus-Tools, und da sollte man auf jeden Fall mal durchgucken, was man davon braucht, und das dann wirklich deinstallieren, um da einfach noch den Speicherplatz zu sparen. Irgend so ein Office-Paket, WPS Office, so ein chinesisches Office-Paket ist mit oben. Kann man sich anschauen und dann entscheiden, ob man es runterwirft. Ich habe mich dazu entschlossen, da gleich Windows neu zu installieren. Das geht auch ohne Probleme. Dann habe ich hier so ein ganz Windows ohne jede Extras. Als Empfehlung, wer das jetzt gleich machen will, der sollte sich vorher die Treiber runterladen von der Asus-Webseite, weil Windows erkennt nicht so viele Treiber von dem Gerät. Danach funktioniert das eigentlich so völlig ohne Probleme. Ich habe dann noch das Update auf Windows 10 Pro gemacht, einfach weil ich gewisse Funktionen da vermisst habe, so wie zum Beispiel BitLocker, die Festplattenverschlüsselung. Finde ich gerade bei so einem mobilen Gerät irgendwo wichtig, dass ich das verschlüsseln kann, falls es doch mal irgendwie wegkommt. Und auch das ist problemlos möglich. Man kann da updaten, also auch aus dem laufenden Betrieb heraus. Gibt da so Anleitungen im Internet, dass man erstmal so einen Zwischenkey eingibt, dann den neu startet, richtet alles ein, und dann gibt man den richtigen Key ein. Also ich konnte jetzt hier sogar so ein Windows 8 Key verwenden und hatte danach eben Windows 10 Pro. Jetzt bin ich doch recht zufrieden mit diesem kleinen Gerät hier. Es ist leicht, es ist kompakt, es ist absolut geräuschlos, der Akku hält recht lange, das Display ist soweit in Ordnung. Es ist eigentlich so ein ideales Gerät, was ich so unterwegs halt mal so dabei haben kann, weil es einfach wenig Platz wegnimmt. Die meisten Anwendungen laufen darauf wirklich sehr gut. Ich habe jetzt hier sogar mal Visual Studio drauf getan, was ja wirklich ein bisschen rechenintensivere Anwendung ist. Auch das läuft langsam, aber auch ohne Probleme. Also für 150 €, was jetzt das Gerät gekostet hat, macht man eigentlich nicht so viel verkehrt, wenn man jetzt so einen Begleiter für unterwegs hat. Das Nachfolgemodell, wie gesagt, etwas teurer, 220 € derzeit,
hat ein bisschen schnelleren Prozessor. Ansonsten war es das eigentlich auch schon. Es gibt es in verschiedenen Farben. Ich habe jetzt hier dieses Dunkelblau, es gibt dann noch Weiß und ich glaube Gold gibt es noch. Ja, da kann man sich noch so entscheiden, welche Farbe. Ich habe es jetzt hier noch nicht aufgeschraubt hier unten. Also es sind hier normale Schrauben hier. Das heißt, man kommt dann zur Not auch an die Innereien ran, ob man jetzt da den Akku wechseln kann oder nicht. Das werde ich mal irgendwann nachschauen. Ich habe jetzt keine Ersatzakkus gefunden, also wahrscheinlich eher nicht. Erweitern kann man es wohl auch nicht, also man kann da nicht eine größere Speicherkarte einbauen oder mehr RAM. Das Ding ist halt so, wie es ist. Und ja, wie gesagt, für den Preis bin ich damit sehr zufrieden und kann es auch weiterempfehlen. Ja, das war's auch schon, euer Andy vom EQB-Blog.